Hi zusammen, ich habe heute den ersten Hair Sunday für euch und da habe ich mir eine ganz einfache Frisur ausgesucht, weil ich auch nach dieser Frisur gefragt wurde. Und zwar habe ich die nämlich getragen auf einem Foto in Instagram. Da habe ich nämlich ein Outfit of the Day gepostet und daraufhin habe ich dann doch einige Nachrichten direkt in Instagram, aber auch in Facebook und so weiter bekommen. Und es ist meine aktuelle Lieblingsalltagsfrisur, ist super einfach und es ist mehr eine Inspiration als eine komplizierte Anleitung, aber ich denke, das macht auch nichts. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine kompliziertere Frisur, vielleicht für einen Abiball oder sowas. Ich weiß gar nicht, wann der überhaupt ist. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, dass ich das dann noch rechtzeitig mache. Und ja, jetzt würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Es hängt immer so von eurer Kopffarbe ein bisschen davon ab, wie ihr die Frisur macht. Also ich habe da so meine Stelle, wo ich das gerne abteile. Zunächst mal habe ich die Haare jetzt schon gebürstet. Und dann nehme ich meistens hier so über der Schläfe, also hier circa, also hier geht es jetzt so wieder runter, dann nehme ich meistens an dieser Stelle die Haare, einfach so die oberen Haare und fahre mit den Fingern so rein und nehme einfach dann diese oberen Haare, die ich dann quasi so abteile. Und dann habe ich hier so eine Bürste, die finde ich richtig gut. Die sind irgendwie echt Haarborsten oder irgendwas von Ebelin. Und mit der kämme ich das dann so ein bisschen nach hinten, damit es einfach schöner aussieht. Und ja, dadurch teilen sich die Haare auch ein bisschen besser und es sieht frischer aus. Und jetzt könnt ihr zwei Varianten machen. Das mache ich auch immer gern abwechselnd, manchmal so. Entweder ihr nehmt dann die Haare hier schon so, dreht die einmal, pusht die hoch und steckt die fest. Das ist so die eine Variante. Aber was ich auch gern mache, ist, ich flechte das. Und das heißt, ich nehme jetzt alle anderen Haare, nehme die einfach mal auf die Seite, pack die weg und flechte diesen Zopf, also diesen Teil hier einfach ein Stück runter, weil der Vorteil davon ist, dass ich ja Stufen habe und die fallen sonst nachher aus dem Zopf hier unten raus. Und deshalb, wenn ich das flechte, dann fallen die nicht so einfach raus. Und deswegen flechte ich die ganz kurz und dann machen wir mit dem nächsten Schritt weiter. Ich habe den Zopf jetzt relativ locker geflochten, weil ich den gleich noch so ein bisschen hochpushen möchte für mehr Volumen. Und dann nehme ich hier so einen ganz dünnen Haargummi. Wenn ihr den drin lassen wollt, wenn ihr sagt, nee, brauche ich nicht, dann könnt ihr das irgendwie einfach kurz feststecken. Aber ich lasse es jetzt erstmal so drin. Ich schaue später, wie ich das mache. Und deswegen nehme ich jetzt so einen ganz dünnen in meiner Haarfarbe. Ihr könnt auch gern so einen durchsichtigen, dünnen kleinen Haargummi nehmen. Aber das habe ich nicht. Und deswegen nehme ich einfach den hier und habe das einfach mal so festgesteckt. Und wie ihr seht, ich habe den auch relativ locker geflochten. Das sind ja nicht so viele Haare gerade. Und was ich dann mache, ist, ich lege den wieder nach hinten. Und dann pushe ich den einfach so leicht hoch, so zack. Ihr seht es ja, einfach so zack, so leicht hoch. Und dadurch habe ich hier oben so ein bisschen mehr Volumen und es sieht nicht so blatthängend aus. Das mag ich total gern bei der Frisur eben. Und dann habe ich diese langen Klammern, die habe ich gekauft bei Kaufland. Und die finde ich richtig, richtig gut. Da ist mir noch keine kaputt gegangen. Und dann nehme ich meistens ein bis zwei Stück, pushe das nach oben und stecke das dann einfach fest. So, im nächsten Schritt, ihr könnt das jetzt auch theoretisch schon so lassen. Das heißt, jetzt habt ihr einfach so die Haare ein bisschen hoch gemacht und habt hier so einen kleinen Zopf hinten drauf. Und ihr könnt das natürlich auch noch sauberer machen hier oben, wenn ihr das dann noch glatter bürstet und vielleicht noch mit Haarspray fixiert. Ich mag das aber gerne so locker und ganz natürlich. Das heißt, wenn ich die Haare aufmache, dass die auch nicht irgendwie dann so komisch liegen und dass ich dann einfach vielleicht nur Wellen hinterher habe von dieser Frisur. Und deswegen mache ich das gern so ein bisschen ganz leger und locker. Den Pony stecke ich am Ende weg. Das heißt, ich nehme jetzt meine Haare auf die Seite, auf der ich gern meinen Zopf habe. Und das ist bei mir in dem Fall hier auf der linken Seite. Und dann nehme ich die hinteren Haare von der anderen Kopfseite sozusagen und mache die erste Partie und flechte jetzt einen ganz normalen Zopf im Prinzip. Also wirklich nichts Besonderes, aber ich mag das trotzdem total gern. Und dann nehme ich hier so eine Strähne unterm Ohr. Das sind jetzt natürlich alles die langen Strähnen. So gut wie, weil wir ja die Stufen in dem Zopf hier oben reingeflochten haben. Deswegen bleibt ja auch so eine etwas dickeren Strähne. Und dann flechte ich meistens von vorne ab zuerst und ja, flechte dann ganz normal runter, nicht zu eng. Und dann könntet ihr jetzt, wenn ihr wollt, den Haargummi wieder hier entfernen von dem kleinen Zopf von vorhin. Und, aber das ist natürlich euch überlassen. Und meistens mache ich dann auch nur bis hier, weil dann hier noch meistens so ein paar Stufen sind. Aber jetzt in diesem Fall mit dem Haargummi drin fällt da jetzt auch nichts raus und ich kann es sehr weit flechten. Und mache dann einfach unten ganz normal einen Haargummi rein. So. Und zum Schluss dann noch mein Pony, weil mir gefällt es nicht, wenn es da so viel vorne rumhängt. Und dann nehme ich nochmal so eine Haarklammer. Und das mache ich seit meiner Bella-Frisur total gerne in der Art.
und nehme die Strähne so mitten rein und drücke damit so eine kleine Delle hier so mitten rein, weil dann gibt es nochmal so eine spezielle Form. Das heißt, ich nehme das so und klemme mir das dann hier so unten drunter unter diesem Volumen quasi fest. So. Und hier überm Ohr habe ich dann immer noch so ein bisschen ganz so leicht Haare drüber. Das könnt ihr jetzt auch nochmal so drüber bürsten, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Und auf der anderen Seite mache ich das Gleiche. Nur dann nehme ich meistens so, dass hier unten noch so ein paar Haare rausschauen. So, zum Beispiel. Und dann nehme ich auch die Haare und lege die jetzt nicht oben drüber oder zu weit nach unten, sondern ich lege die wieder so mitten rein und pushe die unter diese Haare, die ich ja nach hinten vorhin gesteckt habe. Ja, das ist wie gesagt jetzt meine Lieblings-Alltagsfrisur. Die trage ich wirklich mehrmals die Woche. Und was mich jetzt super interessieren würde, wäre, was tragt ihr am liebsten für eine Frisur? Also was ist eure Go-To-Frisur in letzter Zeit? Das heißt, überlegt einfach mal, was habt ihr in der letzten Woche wirklich oft getragen? Also ein Dutt, ein Pferdeschwanz, irgendwas Außergewöhnliches. Also schreibt es mir bitte in die Kommentare, das würde mich super interessieren. Und nächstes Mal beim Hair Sunday, der ist übrigens wieder genau in 4 Wochen, wird es dann eine aufwendigere Frisur, wie gesagt, geben. So ein bisschen Hochsteckfrisur oder wenn ihr spezielle Wünsche habt, lasst es mich in den Kommentaren bitte wissen. Und ja, jetzt wünsche ich euch allen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Sonntag, schöne Pfingsten, schöne Pfingstferien vor allem. Und dann sehen wir uns am Dienstag wieder mit einem Video, mit einer Challenge wieder. Seid gespannt und ja, ich wünsche euch wie gesagt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!